damit begrüße ich euch hier zurück bei The Last Story. Ja, im letzten Part haben wir etwas Unfassbares erlebt. Ich habe übrigens die ersten Sekunden ohne Synchronisation gehabt, weil ich schnell abspeichern musste. Also nicht deswegen wundern. Ich wollte nicht, dass mein Training verloren ist. Achso, jetzt gehe ich auf den falschen Weg. Das ist super. Auf jeden Fall, ich habe auf 65 trainiert, wie ihr seht. Ich hoffe, das reicht. Für was auch immer jetzt kommt, ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr verwirrt, wie ihr wahrscheinlich auch. Ziemlich ratlos, dürftet ihr wahrscheinlich auch sein. Also wie ich, allerdings nicht so blind wie ich, weil ich sehe absolut nichts. Hä? What the fuck? Oh Gott. Wo soll ich denn hin zum Teufel? Boah, je mehr ich mich der Wand nähe, desto dunkler wird's. Das ist schlimm. Ja wirklich, ich hab keine Ahnung. Ah, jetzt, okay. Hier lang. Mann, Leute, das ist richtig zum Anspannen hier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Und ich bin mir sicher, ihr auch nicht. Es sei denn, ihr habt schon gespielt. Und die Leute hier, also die Söldner, seine Freunde, haben bestimmt auch keine Ahnung. Denkt sich, what the fuck? Und also fühle ich mich. Oh Gott. Jetzt haben wir endlich unten angekommen. What's ahead is my business, not any of yours. You can't say crap like that now. Show yourself. What happened to Lowell? He didn't make it here. I see. I see. Is that all you've got to say? Damn it, Dagrun. Say something else. I'm sorry, Seren. Sorry? Apologizing to me ain't gonna change out now, is it? You bastard. What do you intend to do with the power of the outsider? Do you know what could happen? Sure I do. Zangarak told me all about it. What the hell? Zangarak told you? Then you are the one collaborating with the Garak. Why? For what reason? To achieve our dream. Didn't we always say how we wanted to live a decent life? To become something more than dogs of war, to be used and thrown aside. You've got one hell of a way of doing it. I thought we were friends. I'll recreate this world. Do that, and we'll have no fear of war. Das zum Teufel! We'll have a chance to lead a decent life. Da ist er. Ja? There's no turning back for me now. Please, don't follow me. Dagrun, wait! Was? Zum Teufel? Geht ihr schon wieder ab? Sind ihr wieder jetzt endgültig durchgedreht? Zu viel Marihuana geraucht oder was zum Henker? Ich check gar nichts. Okay, ganz ruhig. Die Erklärung war jetzt sehr waschig und schlecht, erfahren wir jetzt mehr. So, Dagrun. Everything we've done together. Everything up till now. Was it all just so you could obtain the power of the two outsiders? That's right. Coming to Lazarus Island. Dealing with Zangarak. The invasion of the Garak continent. Everything. It was all for this moment. Though I did make one or two miscalculations. And I suppose you were the one who killed General Astar as well. Yeah, he didn't really fit in with my plans. Ach Gott, ey. Dagrun! Why? There was no need to! No need to kill him. I can still remember the day when the Empire's meaningless war came and tore my life apart. The Night Sail. They stood there laughing as they butchered my family. Right in front of my eyes. Dagrun, I know that, but that doesn't mean you... I had to get my revenge, so I searched high and low for any clues. And then I found out who commanded the army that murdered my family. It was a man named Astar. What the fuck? He's no different from the rest of them. Those murderers who took everything from us. I used to talk about it. Remember?
I said I'd get everything back one day. Right, Zale? And to do that, I need this. Or rather, the unlimited power it holds. Don't you get it? I used you and everyone else as pawns to get my revenge. Die Musik ist geil. But I will say one thing, Zale. Looking back on it all, what the fuck? We had some good times. All my life, you've been the one I looked up to. Super. The one who showed me the way. This has to be kind of sick joke. Mein Nunchuck geht wieder nicht. Perfekte Möglichkeit, oder? Rage. Was ist denn? No, there has to be a way. Verdammt, au. Okay, also ich fasse zusammen. Wow. Also ich fasse zusammen. Dagran ist ein Mongo und die ganze Zeit nur benutzt. General Ashtar ist in Wirklichkeit jemand, der tausende unschuldiger Menschen auf dem Gewissen hat. Will dieses Spiel mich eigentlich verkackeiern? Also ich hoffe mal, dass jetzt gescheite Antworten kommen. Weil ansonsten werde ich dieses Ende ziemlich beschissen, muss ich sagen. Und ich bin gerade da ein wenig erstaunt, wie viel Schaden ich ihm mache. Au, na gut. Vielleicht hätte ich das Glück jetzt nicht überstrapazieren sollen. Nämlich irgendwelche Aussagen. Mal gut, er hat einen Rüstungsbruch immerhin. Au. Komm, nimm diesen. Aber gut, ich glaube, ich habe auch Sangoraks Waffe, oder? Kann das sein, weil... Oder Moment. Das muss ich jetzt mal ganz schnell nachgucken, entschuldigt. Wow. Sanlanze, tatsächlich. Weil ich glaube, ich habe... Also, ich habe zwischen diesem Part und letzten kleine Pause, da habe ich irgendwo gelesen, dass man... Das eigentlich richtig schwierig ist, die zu kriegen, weil man ihn damit erledigen muss. Und scheinbar habe ich es instinktiv zufällig richtig gemacht. Das muss ich aber auf den Heilkreis von Mirani oder Kalista warten. Weil ich möchte jetzt nicht zu viel riskieren. Okay, ist ja sehr gut. Hier ist ein Heilkreis. Probieren wir doch gleich mal. Aber ich glaube, ich gebe keine Illusionen hin. Wenn daran wirklich der richtige Endboss ist. Und es ist doch irgendwas passiert, was ihn noch auf unsere Seite zieht. Und es gibt noch einen mega absolute Endboss gibt. Dann wird das nicht seine letzte Form sein. Das wäre nicht das Spiel zu gut. Ich wusste es. Oh, das ist beschissen, ey. Warum kämpft man gegen Dagran? Wenn ich ehrlich bin, erinnert mich der Typ überhaupt nicht mehr an Dagran. Ich glaube, das ist von irgendwas besessen. Aber es macht wiederum keinen Sinn, weil er ja sagt, er hat alles von vornherein geplant und so weiter. Deswegen, was zum Teufel? Au. Sehr gut, ich habe einen Abwehrbruch hinzugezogen. Hervorragend. Komm, Siren, schlag zu. Weil eigentlich finde ich... Warum habe ich eigentlich meinen Fokus nicht an, frage ich mich gerade. So kann ich immerhin... Was? Womit ich mache keinen Schaden mehr. Des Teufels? Okay. Ja, merke ich auch gerade, du. Ja, einfach gesagt, das ist scheiße, hier ist kein Kreis mehr. Wow, was ist das denn für ein Schrei? Halleluja. Moment, hat er die Barriere noch? Wow. Was geht ab, ey? Also mit den Endkampf haben sie echt einiges inszenieren lassen. What the hell? Lol, ich hatte mal ein Schreiber-RPG. Da hatte jemand, Dings, seine ähnliche Sache. Da war auch ein Auge zerstört und da konnte er irgendwie seine Kraft benutzen. Was? Kann ich jetzt hier ihn auswählen oder was?
Wobei, nee, das mache ich mal lieber nicht, weil ich kann ihn ja gerade eh nicht schaben. Die verborgene Barriere ist halt gar nicht... Ach, tatsächlich ein Urknall jetzt, nicht mehr entfernen. Okay, gut. Jetzt tun wir mal weiter Genesung. Das passt. Und ich mache hier mal Beschleunigung. Oh gut, Heilkreis. Scheiße. Shit, mein erstes Leben ist weg. Das ist doch jetzt eine verborgene Barriere. Da bin ich immerhin wieder voll. Komm, Jurik. Shit. Okay, ich glaube, ich habe mein Beschleunigen gerade verschwendet. Ja, ich versuch's durch. Ich habe sogar den Fokus an. Ja, ich habe mein Ding verschwendet. Meine Beschleunigung. Okay, gut, aber Jurik ist gleich soweit. 10 Sekunden noch. Boah. Jurik, glaub mir, ich versuch's, ja? Ich versuch's wirklich. Aber du gehst halt auch schon sehr langsam zu, musst du zugeben. Komm, versteck dich doch, Jurik! Oh. Jurik, ich probier's, ja! Wirklich, Jurik, ich probier's! Man, hier kann ich doch irgendwie blocken, oder? Doch nicht. Scheiße. Boah, jetzt erstmal. Jurik, zum letzten Mal. Ich versuch's. Jurik, halt die Klappe. 40 Sekunden sind ja einfach zu viel. Kapier's doch mal. Und warum ist hier kein einziger Heilkreis? Verdammt, ich hab 2 Heilmagier. Was ist los, Mädels? Mädels! Was ist los? Super, ich sterb, weil keiner der beiden Mädchen einen Heilkreis macht. Mann, oh Mann, oh Mann. Kalista, Mirane, das war jetzt gefailed. Super. Ah. Okay, jetzt ist ein bisschen frustrierende Phase, weil ich schon wieder tot habe. Und keine Heilkreise hier kommen. Und Jurik einfach zu langsam mit seinem Zauber ist. Jurik, wie gesagt, ich probier's. Okay, ist hier ein Heilkreis? Sehe ich da Heilkreis? Yes! Nein! Dreck! Das war der... Jojojojo! Greif ihn an! Boom! Das ist ein schöner Schlag. So, jetzt wo die Barriere weg ist, mach ich mal richtig Kommando. Okay, Beschleunigen ist jetzt halt scheiße, aber die hättest du ja weiter auch exzellent einsetzen können. Du mach Leuchten. Weil ich, vorhin wurde ja gesagt, das sei wichtig gegen das, jetzt mal weiter entfernen. Und du mach Wiederbelebung. Das brauche ich jetzt doch nach einigen Szenen. So, kann ich ihn paralysieren. Weil es geht ja meistens oft bei Endbossen nicht im Videospielen. Nee, ging nicht, schade. Scheiße. Oh, doch. Hat doch ein bisschen was gebracht? Ich weiß grad nicht. Boah, mein Sangurak Saf ist cool. Das finde ich cool, dass ich das wirklich instinktiv richtig gemacht habe. Also ich hab irgendwo ein Dings. Ja, ich habe gehört, das ist ziemlich schwierig, wie gesagt, zu machen sein. Ich habe echt zufällig geschafft. Das ist cool. Ist mir aber jetzt das aufgefallen beim Kämpfen. Okay. Gut, ich werde jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, was er macht, aber ich tue trotzdem mal die Barriere. Autsch. Okay, gut. Au, komm, Rüstungsbruch für ihn. Er hat mir keinen Rüstungsbruch zugezogen, der Fiesling, der kriegt er halt auch einen. Wie, ich kann dich immer noch nichts anhaben. Was du nicht gemerkt hast, du bist fast down. Will ich nur mal erwähnt haben. Über Darkran. Und da möchte ich eine gescheite Antwort von dir. Weil diese Story von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Ich werde euch genau sagen, was keinen Sinn macht. Dass du plötzlich ein Wahnsinniger ist, der die Welt beherrschen möchte, passt überhaupt nicht. Ich meine, gut, dass er sich in was reinsteigert, absolut verständlich. Aber von vornherein geplant. Nicht wirklich. Und? Was? Noch eine dritte Runde. Halleluja. Oh Gott, das setzt Piccolos Technik ein. Das gefällt mir nicht. Nein! Lass mich! Verdammt! Nicht ich! Ich war immer so lieb zu dir.
Okay, mach mal beschleunigen. Das ist sehr gut. Okay, gut. Schattenstich. Brauche ich Leuchten noch? Mach mal Genesung. Ich kann immer noch wechseln. Du mach Inferno. Und du mach Genesung. Hm? Was ist? Was? You humans? Okay, also so langsam glaube ich wirklich, dass das nicht mehr Darkran ist. Das hört sich jetzt eher nach Sangurak an. Aber daher hoffe ich, gescheite Antworten zu kriegen. Aber es passt doch nicht dazu, weil das schon davor war, als nicht war. Und da wollen es alle nur benutzen und so. Hä? Weil ich frage mich gerade die ganze Zeit, ist er jetzt von Sangurak besessen? Ist er überhaupt von irgendwas besessen oder ist er das selbst? Weil, wie gesagt, er hat ja angegeben... Ja, ich brauche den Heilkreis. Dass er wirklich uns von vornherein verarscht hat. So, was zum Teufel? So. Sehr gut, jetzt ist ein Heilkreis da, den brauche ich sofort. Boah, scheiße, ich hoffe mal... Autsch, ich hoffe, das ist die letzte Form jetzt, weil so langsam wird das hier echt hart. Nein. Verdammt. Immer ich! Gut, Kalista kann wieder verborgene Barriere machen, das ist sehr gut. Das schützt mich nämlich. Und gut, ich kann keine Wiederbelebung machen. Ich hoffe, sie kann... Ja, gut, ein bisschen was fehlt noch. So, oh Gott, da muss man... Also spätestens jetzt muss man wirklich gelernt haben, taktisch zu kämpfen, glaube ich. Sonst wird das hier echt hart. Au. Verdammt, jetzt hat er schon nochmal Rüstungsbruch und keiner greift ein, was hier, weil er am Boden ist. Dann nicht... Autsch! Was war das denn? Ja, scheiße, ich habe nur noch zwei lämmerliche Striche. Oh gut, Mirania kann wieder. Thank God. Ja gut, ihr könnt alle nicht mehr. Mach Wiederbelebung, ey. Scheiße. Also, dass er mich jetzt mit diesem einen Schlag so viel abzieht. Scheiße, ey. Schütze. Au. Verdammt. Boah, als ich hier unten im Boden kam, wird mir das hier langsam ziemlich bunt, muss ich ehrlich sagen. Können mir diese Blöcke irgendwie helfen, einen Wandsprung auszuführen, den schönen? Wo ist er denn? Naja, mehr oder weniger. Aber ich glaube, so schlecht war der Schaden nicht. Ich mach das gar nicht, oder? Also zumindest bin ich sicherer als hier unten. Weil hier unten geht schon ziemlich ab. Gut, Savannah kann wieder den Schatten... Wenn ich aber den Schattenstich, okay. Nee, ist uns nichts. Schade. Sehr gut, immerhin etwas. Und ich muss mich jetzt verstecken, Leute, weil ansonsten kann ich gleich mein Grab schaufeln. Und nicht so. Nee. Scheiße! Der geht mir zu sehr ab, der Chip, langsam. So, deshalb habe ich echt riesigen Schiss. Weil ich keine Spezialangriffe... Oh Gott, Jurik ist voll. Er liegt zwar am Boden, aber ich werde trotzdem mal anweisen, dass wie verborgene Barriere. Weil verborgene Barriere sollte eigentlich nichts schief gehen. Wie bitte? Was hat das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße, ey? Oh, Dreck. Gut, Mirania ist voll, wenigstens etwas. Jetzt renne ich weg. Mir ist sowas. Ist klar. Ist klar. Was für ein Betrug am Ende, ey. Arschloch.